Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Kann man mich hören? Ich glaube nicht. Einen wunderschönen guten Nachmittag zum Devisenradar, JFD Devisenradar Webinar heute hier von mir, wieder von meiner Seite Markus Klebe, der Chris Kämmerer lässt sich entschuldigen, bestellt alle liebe, liebe Grüße. Wir wollen heute hier die Stunde uns die Währungspaare anschauen. Vorab die Frage, kann man mich verstehen? Denn ich habe hier mein neues Headset irgendwie nicht so richtig installiert bekommen. Somit erstmal die Frage, kann man mich auf diese Art und Weise jetzt hier verstehen? Ansonsten muss ich jetzt hier nochmal kurz, ja, sehr gut, das ist erstmal nicht so schlecht. Perfekt, alles gut, okay, dann lege ich jetzt mal das Headset vielleicht weg, vielleicht ist auch das einfache Mikro hier eben aktiviert, Moment, bin ich jetzt immer noch recht gut zu verstehen, einfach mal die Frage hier nochmal in den Raum, oder wird es jetzt schlechter gerade? Immer noch sehr gut, perfekt. Dann lasse ich das jetzt so mal und gucke mal, ob wir das so hinbekommen, ohne Headset hier einfach frei in den Rechner zu sprechen. Seht ihr den Bildschirm? Seht ihr meinen Bildschirm? Seht ihr den Risikohinweis? Das ist jetzt hier auch an dieser Stelle erstmal noch sehr wichtig, dass wir den natürlich vorab besprechen, bevor es hier losgeht an den Märkten. Ich habe diverse Währungspaare. Wir haben auch das Öl mal hier auf dem Schirm. Alles das wollen wir besprechen, aber vorab, wie gesagt, der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Alles wunderbar, perfekt. Lest euch diesen bitte durch, achtet darauf prinzipiell, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr eure Positionsgröße an euer Konto anpasst. Ihr wisst das, das ist für mich persönlich eigentlich einer der wichtigsten Punkte, aber den kann man sehr, sehr schlecht hier in Webinaren und auch in den Livestreams immer rüberbringen, denn jeder hat ja natürlich ein anderes Verständnis fürs Risiko, jeder hat eine andere Größe des Kontos, somit werde ich hier nicht auf die Kontogröße eingehen. Werde auch nicht auf die Positionsgröße eingehen, all dieweil ich das eben nicht von euch weiß und somit hier wirklich die Positionsgröße keine Berücksichtigung findet und auch die Trades, die ich hier zeige, die teilweise offen sind, eben in Berücksichtigung der Positionsgröße nicht, ja, nicht angepasst sind. Das muss ich vorab sagen. Von daher sehr, sehr wichtig, eben das zu beachten, für euch die Positionsgröße festzulegen. Und ganz wichtig auch das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung sehen, sondern eigentlich nur als Ideen meinerseits, die man mit seinen eigenen Ideen vielleicht koppeln kann oder auch nicht, dass man vielleicht mal die ein oder andere Anregung bekommt, eine oder andere Sichtweise auf den Markt bekommt. Jeder, der mich kennt, der in den letzten Wochen und Monaten dann auch schon des Öfteren vielleicht dabei war, wenn ich hier meine Ideen vorgestellt habe, ja doch teilweise etwas anderes als der ein oder andere, der mit Indikatoren oder mit irgendwelchen Hilfsmitteln arbeitet. Meine Herangehensweise wirklich klassisch charttechnisch. Ich versuche den Markt anzuschauen. Ich versuche mir hier wirklich prinzipiell lediglich den Chart anzuschauen, mit der Berücksichtigung natürlich diverser fundamentaler Faktoren, aber eben nicht im im extrem im Maß. Wir müssen natürlich darauf achten, dass heute zum Beispiel um 20 Uhr die FED-Zinsentscheidung ansteht und danach natürlich auch die Pressekonferenz. Und ihr wisst, dass Zinsentscheidungen natürlich für die Märkte wichtig sind, dass die Zinsentscheidungen dann entsprechend auch die Märkte bewegen können. Das ist auch eine fundamentale Kennzahl. Hinzu kommt zum Beispiel am Freitag auch die Non-Farm Payrolls, die herauskommen, die zwar für die Währungen auch Market Mover sind, aber hier natürlich auch zusätzlich für die Indizes und auch für den Bund zum Beispiel hier eben Market Mover sind. Heute Verzinsentscheidung auch für alle Märkte, aber hier auch wirklich speziell eigentlich für alle Währungspaare könnte hier Bewegung reinkommen. Und das ist natürlich auch, was ich für mein Trading denn beachte und nutze. Und das sind die fundamentalen Kennzahlen, aber andere Dinge nicht. Wie gesagt, Positionsgröße hier uninteressant, eben Ideen meinerseits, keine Handelsempfehlungen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich gerne auf der Website von jfdbrokers.com. Dort könnt ihr noch diverse Fragen beantwortet bekommen. Und dann schließen wir auch den Risikohinweis und fangen mit den Märkten an. Ich will eigentlich ganz vorne beginnen mit dem Euro-US-Dollar, der ja in den letzten Tagen wirklich stark unter Druck gekommen ist. Wir hatten hier in der vergangenen Woche auch über diese Idee über den Euro-US-Dollar gesprochen, teilweise in den Livestreams, teilweise hatte ich es dann auch beim Devisenradar am Morgen mal vorgestellt. Ich glaube sogar schon in der vorletzten Woche hatten wir über den Euro-US-Dollar gesprochen, dass hier definitiv die Möglichkeit besteht,
dass der Markt auf der Unterseite aus dieser Seitwärtszone hier ausbricht. Das war die Idee. Wir hatten ja lange Zeit hier diese Seitwärtszone sehr, sehr volatil, auch sehr, sehr schwierig zu handeln, was nach meinem Handeln eben dazu führte, dass ich hier meine Positionsgröße verringert habe, dass ich nur noch mit einer kleinen, verhältnismäßig kleinen Positionsgröße in diesem Bereich, Moment, ich fange mal an, dann auch wieder einzuzeichnen in den Chart, dass ihr wisst, worüber ich spreche. Wir hatten hier im Prinzip zwischen den Marken 1,22 auf der Unterseite und 1,25 in etwa auf der Oberseite diese Seitwärtszone. Der Markt ging eben mehrfach hin und her, pendelte erst etwas volatiler und fing dann an, eben auch etwas kleiner von den Schwankungen her zu werden. Und dann hatten wir gesagt, okay, es ist definitiv denkbar, dass wir hier die Unterseite jetzt mal durchstoßen. Wir hatten hier dann eben immer kleiner werdende Hochs auch auf der Oberseite. Und es ist hier durchaus denkbar, dass wir gegen diese generelle Aufwärtsbewegung hier erstmal nochmal aus diesem Bereich nach unten rausbrechen. Wir hatten natürlich auch zwischenzeitlich mal, wo wir uns dann im oberen Bereich befunden haben, die Idee, dass eventuell der Bruch auf der Oberseite stattfinden konnte oder könnte. Das hatten wir auch einmal oder ich glaube sogar zweimal hier in den Livestreams dann gehandelt, beziehungsweise habe ich gezeigt, dass ich eben die Idee nach oben mit dem Bruch nach oben dann auch gehandelt habe, konnte hier auch ein paar Pünktchen dann realisieren. Allerdings kam der Bruch nach oben nicht zustande und jetzt kam hier die Idee auf, dass der Markt nach unten ausbrechen könnte. Und zwar dann auch mit etwas Dampf, all dieweil hier die letzte Aufwärtsbewegung, wir sind hier aktuell ja in einem Tageschart. Und diese letzte Aufwärtsbewegung, die hier stattgefunden hat, lediglich, also nicht, was heißt lediglich, aber an einem Tag stattgefunden hat. Und solche Bewegungen, die gerne an einem Tag sehr, sehr sauber in einem schönen Trendtag vollzogen werden, ohne jegliche Punkte, wo der Markt zum Bremsen kommt, geben dann auch in der Zukunft, wenn der Markt jetzt wieder von der Oberseite kommt, sehr, sehr wenig Unterstützung. Was da bedeutet, dass ich gesagt habe, der Markt kann relativ zügig direkt in den 2050er Bereich hier durchrutschen, in einem Zuge. Und das hat er dann auch getan. Danach hat er sich leicht erholt und rutschte jetzt hier weiter. Und jetzt müssen wir mal gucken, das können wir uns jetzt mal anschauen, was jetzt hier noch an Potenzial im Euro-US-Dollar hängt. Denn generell muss man sehen, das ist dann auch die übergeordnete Analyse auf Tageschart-Basis, können wir auch nochmal ein bisschen dicker machen, dass wir ja prinzipiell hier aus dem Bereich knapp über der Parität, wir waren ja hier mal unter dem 1,04er-Bereich, sind dann eben in 2017 wirklich schön sauber nach oben gelaufen, hatten dann eben in der zweiten Hälfte auch mal kurz diese Konsolidierung, liefen dann weiter nach oben und haben jetzt hier im Prinzip Ende 2017, Anfang 2018 diese ewige Schiebezone hier eben ausgebaut und jetzt der Bruch nach unten. Aber prinzipiell sind wir ja charttechnisch noch weiterhin auf der Aufwärtsseite und weiterhin ist auch dieser Weg nach unten übergeordnet. Nicht mal zwingend ein großes Achtungszeichen, zumindest aktuell noch nicht, dass wir hier nachhaltig jetzt hier diese Abwärtsseite wieder aufbauen und gegebenenfalls diesen übergeordneten Trend brechen. Somit sind jetzt natürlich weiterhin Unterstützungen erstmal definitiv zu beachten und hier dann auch primär der Bereich um die Marke 1,19. Ja, 1,20 hatten wir jetzt die Hochs, das ist jetzt der Bereich, Moment, zeichne ich mal ein. Das ist im Prinzip dieser Bereich. Das ist so der 1,20, 1,20,50er Bereich, dieses Unterstützungsniveau, was wir erst als Ziel hatten. Und jetzt haben wir hier in diesem unteren Bereich, das ist dann in etwa dieser Bereich, ja, haben wir die nächste Kernunterstützung. Und solange wir da nicht drunter laufen, ist es nach meiner Meinung nach weiterhin denkbar, dass der Euro-US-Dollar auch die Aufwärtsseite wieder aufnehmen kann, dass jetzt diese Reise nach unten hier einfach charttechnisch nochmals eben eine Konsolidierung ist und der Markt gegebenenfalls, und das hätte ich dann auch im Hinterkopf, hier erstmal diesen Bereich testet. Moment, das sollte kein Kreis werden, dann ein Pfeil. Dass wir hier auf jeden Fall diesen Bereich nochmal testen und dann hier, Moment, das Telefon kurz noch ausmachen, in den Bereich laufen und dann hier langsam anfangen wieder zu steigen. Was da bedeutet, man könnte das aggressiv immer schon mal versuchen auf der Aufwärtsseite, aber da kommen wir gleich dazu, dass das gegebenenfalls im britischen Pfund interessanter ist. Das hatte ich heute früh dann auch schon mal angesprochen, gestern auch im Livestream US Opening Bell, dass hier die Idee antizyklisch, weil aktuell mit der letzten Kernabwärtsbewegung ist diese Idee hier aggressiv zu kaufen, definitiv antizyklisch, ja. Prozyklisch natürlich übergeordnet, aber auf etwas kurzfristigeren Einheiten oder Zeiteinheiten ist es hier antizyklisch und dieses aggressive Kaufen sollte man zum einen mit Vorsicht betrachten und zum anderen vielleicht sogar im britischen Pfund machen. Das zeige ich auch gleich mal, worüber wir da gestern schon gesprochen haben und was hier eben dann in diesem Markt prinzipiell passierte. Also schauen wir uns das Ganze hier gleich mal an. Die Möglichkeit besteht dann natürlich, dass wir weiter nach oben laufen. Der Bereich 1,22 wird dann wichtig,
weil das ist der nächste entscheidende Bereich. Schafft der Markt dann hier wieder den Sprung über diesen Bereich, dann ist es durchaus denkbar, dass diese Reise nach unten hier wirklich nur so ein kleiner Fake-Ausflug war und dass wir dann eben entsprechend wieder in diesen Schiebezonenbereich reinkommen und dann vielleicht sogar der Ausbruch nach oben stattfindet. Was heißt das jetzt für mich fürs Trading? Aktuell ist es eben noch denkbar, dass wir weitere Tiefs sehen. Weitere Tiefs in Richtung 1,19. War das eigentlich das nächste unterstützende Niveau? Sollten wir das nicht schaffen und wir fangen an, wieder steigende Hochs und steigende Tiefs auszubauen, dann können wir eben hier vielleicht schon mal über die Long-Seite nachdenken. Ich persönlich bin hier im Euro-Estland aktuell mit Käufen noch etwas vorsichtig. Dafür gehen wir mal eine Etage tiefer, gehen mal auf den 4-Stunden-Chart, schauen uns das an. Und es ist hier einfach gefährlich, in solch einer Abwärtsbewegung, die aktuell sehr, sehr sauber vonstatten geht. Wir schieben das nochmal so ein Stück zusammen. Und wir gucken hier, seit Mitte, also ein bisschen nach Mitte April, läuft der Markt hier die letzten 2 Wochen sauber auf der Abwärtsseite. Zeichnen wir uns mal ein, gucken hier das Ganze uns mal an. Also wir starteten hier in dieser Seitwärtsschiebezone noch nach unten, nach oben, nach unten. Jetzt kam hier dieser entscheidende Bereich. Das ist dieser Bereich hier, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir hier nachhaltig durchgehen, hier waren wir noch in dieser Seitwärtszone, da war das alles noch nicht so klar. Aber ich hatte hier gesagt, wenn wir diesen 1,22er Bereich nach unten durchstoßen, dann kann es relativ zügig hier diese 150 Pips nach unten gehen. Das hat dann auch relativ sauber und schön funktioniert. Wir hatten sogar hier nochmal den Test und dann ging es relativ weit runter und dann ging es vor allem jetzt weiter nach unten. Und jetzt sind wir aktuell wieder nur in einer ganz charttechnisch normalen Erholung drin. Was da bedeutet, man sollte hier mit Käufen vorsichtig sein. Weil wenn man eben hier immer wieder kauft in solch Abwärtsbewegungen, dann ist man hier nicht nur einmal höchstwahrscheinlich dann mit Käufen dabei, sondern hat man das hier schon mal versucht, da hat man das hier schon mal versucht, da hat man das hier jetzt vielleicht versucht, dann geht es aber eigentlich weiter nach unten, dann versucht man es hier nochmal und man ist permanent gegen den Trend unterwegs. Somit bin ich jetzt aktuell eigentlich noch viel mehr gewillt, wenn dann überhaupt vielleicht die Abwärtsseite zu handeln. Dafür wäre es interessant, hier dieser Widerstandsbereich 1,20, 30, der wurde jetzt schon mal getestet. Der Markt ist hier wieder vorsichtig auf der Abwärtsseite. Ich würde es jetzt persönlich lieber sehen wollen. Schaut mal, dieses ist das alte Tief hier, dass der Markt gegebenenfalls hier nochmal in diesem Bereich des Tiefs läuft, beziehungsweise in dem Bereich des Widerstandes 1,2050. Also hier nochmal leicht erholender Natur unterwegs ist, hier nochmal ein Stück weit hochkommt. Und wir dürfen nicht vergessen, wie gesagt, FED-Zinsentscheidung heute 20 Uhr, da kann so einiges an Volatilität passieren. Und dass der Markt dann hier entsprechend sich nochmal ein Stück weit erholt, um dann vielleicht hier die Abwärtsseite weiter fortzusetzen. Das wäre erstmal mein erster Gedanke in Richtung 1,19. Wir wissen jetzt übergeordnet, dass im Bereich 1,19 dann doch ein etwas stärkeres Unterstützungsniveau kommt. Und dann sollte Folgendes passieren, wenn der Markt dann anfängt, ein Hoch auszubauen, dann kein neues Tief, sondern hier ein Tief, ein neues Hoch, dass wir dann anfangen, eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs auszubauen, dass man dann mal in den Gedanken kommt, in den Bereich meinetwegen auch 1,20, 30 oder alles über 1,20 dann in Richtung, erstmal in Richtung 1,22 zu handeln. Das ist durchaus realistisch, dass wir hier nochmal hinkommen. Selbst wenn übergeordnet die Abwärtstendenz weiterhin aktiv wäre, ist es hier durchaus denkbar, dass wir den Markt erstmal in diesem Bereich sehen. Und hier kommen wir dann auch zu einem Gedanken auf Swing-Trading-Basis, denn wir wollen ja hier im Devisenradar-Webinar auch primär Swing-Trading-Ideen besprechen. Und dieser Rutsch nach oben, das in den 1,22er Bereich, den würde ich hier dann im Euro-US-Dollar abwarten. Also dass wir hier nochmals, schaut mal, Moment, 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 zeichne hier ein. Mal ein bisschen mit der Stärke hier arbeiten. Also, wenn wir jetzt hier nochmal Stärke finden in diesem Bereich zurück, wir hatten hier eben diese massive Unterstützung, die jetzt definitiv zum Widerstand werden sollte. Und dann in dem Bereich 1,22 hier übergeordnet die Abwärtsseite eingehen. Ja, dass wir eben hier definitiv eine realistische Chance haben, nochmals wenigstens in den 1,19er Bereich zu rutschen, vielleicht sogar in den Bereich 1,18, 20. Und da hätten wir ja auf jeden Fall hier genug Potenzial. Und trotzdem wäre übergeordnet das Bild für die Aufwärtsseite noch aktiv. Das wäre jetzt eine Swing-Trading-Idee meinerseits, die ich dann in etwa, müsste man schauen, aber man kann hier mit relativ kleinen Stops arbeiten. All dieweil dieses Widerstandsniveau 1,22, Moment, also dieser Bereich hier, ich mache ihn nochmal fettrot, der sollte wirklich Widerstand geben. Ein kleines, kurzes Drüberluken ist denkbar. Also, dass wir hier vielleicht mal kurz so drüber gehen, um dann eben erneut die
angedachte Abwärtsseite aufzunehmen, das ist durchaus denkbar. Aber ich denke, dass man hier durchaus mit einem Stop von in etwa 70, vielleicht 80 Pips arbeiten kann. Ja, und wir haben ja hier auf der Abwärtsseite 1,22 bis 1,19 immerhin schon 300 Pips, beziehungsweise in dem Bereich 1,18, 20 dann fast 400 Pips. Und wenn man hier dann mit einem Stop von 60, 70, 80, vielleicht auch 90 Pips arbeitet, hat man definitiv ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Und selbst wenn der Markt dann nur wenigstens 50, 60, 70, 80, 90 Pips macht, ja, wir wissen natürlich nicht, ob das Ding hier runterläuft, aber selbst wenn wir hier wenigstens so eine kleine Reaktion sehen, was sehr, sehr wahrscheinlich ist mit diesem Widerstandsniveau, dann können wir dann auf jeden Fall den Stop, den wir hier vorher bei 70, 80, 90 Pips haben, dann auf jeden Fall schon nachziehen. Wir können Risiko reduzieren, wir können gegebenenfalls das Risiko komplett aus der Position rausnehmen. Und ihr wisst, dass das eigentlich mein erstes Ziel ist, wenn ich mir Trade-Ideen raussuche, dass ich wenigstens bei der Trade-Idee die Chance habe, mein Risiko zu minimieren, beziehungsweise sogar komplett aus dem Markt rauszunehmen. Und wenn der Markt dann wirklich das macht, was man annimmt, dass der Markt in entsprechende Zielbereiche läuft, dann habe ich zum einen als allererstes die Chance, aus einem Trade das Risiko rauszunehmen, und ich habe als zweites die Chance dann natürlich, dass dieser Trade sich wunderbar entwickelt. Und das ist hier eine definitiv realistische Idee, übergeordnet auch für Swing Trades im Euro US-Dollar. Wir kommen mal kurz zum britischen Pfund. Ihr könnt natürlich nebenbei auch gerne Fragen stellen. Bitte Chart, Cut, japanische Yen, gucken wir gleich mal drauf. Ihr könnt natürlich definitiv Fragen stellen, auch zu Währungspaaren, die euch interessieren. Wir werden uns auch das Gold nochmal anschauen. Mal gucken, ob wir Zeit finden, uns die Öle anzuschauen. Also da ist noch einiges, was ich hier mit euch besprechen möchte. Britischer Pfund, Euro, US-Dollar ja ähnlich laufen. Also auch der britische Pfund hier sauber auf der Abwärtsseite, wobei, wenn man diese Bewegungen vergleicht, hat der britische Pfund hier vorher, können wir auf dem Tagesschart uns anschauen, vorher nochmal neue Bewegungshochs ausgebaut, um dann in einer Linie nach unten zu laufen. Und das ist das, was ich meinte, dass hier die Reaktion im Unterstützungsniveau, das ist das, was wir gestern auch in der US Opening Bell besprochen haben, dass im britischen Pfund die Reaktion nach oben, ja, also gestern kam halt die Überlegung auf, und ich weiß auch, dass der ein oder andere das dann gemacht hat, nachdem der Euro-US-Dollar gestern etwas stärker nach unten kam, diesen dann zu kaufen. Und ich hatte dann gesagt, es ist gegebenenfalls interessanter, weil das hier charttechnisch sauberer aussieht, dann hier lieber den britischen Pfund zu handeln. Und da haben wir hier eben eine wunderbare Reaktion. Und da ist jetzt hier schon 60, 70 Ticks, die man hier vorne war. Und das ist definitiv nicht ganz so viel im Euro-US-Dollar gewesen. Also hier diese Reaktion nach oben auch definitiv interessanter zu handeln. Und man könnte jetzt diese Idee, die ich gerade im Euro-US-Dollar im Prinzip gezeigt habe, auch im britischen Pfund handeln. Also wenn hier der Markt wirklich weiterhin schwach ist, gegebenenfalls sogar eine Trendwende im Anmarsch ist, was wir ja vorher immer nicht wissen, dann wäre es hier genauso denkbar in diesen Widerstandsniveaus. Da haben wir zum einen hier diesen Bereich und zum anderen dieses alte Tief. Also wenn jetzt hier der britische Pfund sich noch ein Stück weiter erholt, wäre hier ebenfalls mit diesen alten Tiefs, die wir hier in diesem Bereich haben, hier dieser Bereich, ja, ein Rücklauf in diesem Bereich dann denkbar, um dort eben die Abwärtsseite einzugehen, ebenfalls mit einem verhältnismäßig, Moment, das sollte wieder ein Fall werden, ebenfalls mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko, was man hier eingehen kann, aber mit einer nicht zu verkennenden Chance, denn hier ist es definitiv auch denkbar, dass wir nochmals kleinere, neuere Bewegungstiefs sehen, und wir sind hier im 1,38er Bereich und laufen dann hier unter dem Bereich 1,36 in Richtung 1,35. Das ist hier definitiv denkbar. Und wenn man sich jetzt hier wieder ganz fett mal die Aufwärtsbewegung anschaut, dann ist es hier definitiv weiterhin eben kein Beinbruch, wenn wir jetzt hier mal diese Bewegung nach unten etwas schärfer noch vollziehen, weil generell sind wir dann trotzdem charttechnisch weiterhin aufwärts unterwegs. Und man hat Konsolidierungsphasen übergeordnet, untergeordnet, und das, was ich blau eingezeichnet habe, ist der übergeordnete Trend. Und in diesem übergeordneten Trend haben wir natürlich dann auch immer mal wieder Konsolidierungsphasen. Allerdings sollte sich diese Konsolidierungsphase hier im britischen Pfund dann nicht nennenswert unter den 1,35, 1,35, 75er Bereich hier eben bewegen, weil dann wird es langsam wirklich sehr, sehr schwach, und dann ist es doch wahrscheinlich, dass hier die Abwärtsseite sich übergeordnet weiter fortsetzt. Aktuell ist hier trotz dieser Abwärtsbewegung eigentlich alles noch erstmal in Anführungsstrichen im grünen Bereich. Man könnte hier eben die Abwärtsseite in Richtung dieses roten Bereichs erstmal handeln. Man könnte auch damit
darauf spekulieren, dann diese Position, wenn man sie relativ gut bekommt, vielleicht sogar stehen zu lassen oder aber hier in diesem Unterstützungsbereich mal darüber nachzudenken, den Markt vielleicht vorsichtig zu kaufen. Ähnlich wie im Euro-US-Dollar, abwarten, steigende Hochs, steigende Tiefs, also eine Sequenz charttechnisch steigender Hoch, steigender Tiefs, vielleicht abwarten, nicht aggressiv zu kaufen. Aber das wären jetzt hier auch ähnlich wie im Euro-US-Dollar die Ideen im britischen Pfund von meiner Seite. Wir wollen mal noch, ich gucke mal, wo wir am besten anfangen. Ich habe ja noch ein paar offene Trades aus der vergangenen Handelswoche. Die haben wir besprochen. Ich möchte jetzt gar nicht nennenswert auf diese Trades jetzt im extremsten Detail eingehen, aber ich möchte hier mal mit euch schauen. Moment, da müssen wir nochmal gucken, da muss ich mal selber gerade so ein bisschen sortieren. Also, wir wollen australischer Dollar, US-Dollar haben wir hier letzte Woche besprochen. Dieser Trade ist schon bereits ausgestoppt. Also, die Überlegung war hier, ich will es nochmal ganz kurz zeigen. Moment. Zack, also wir hatten, generell haben wir hier eine Aufwärtsphase, allerdings immer wieder, theoretisch ist das kein neuer Move nach oben, sondern er muss bis hierhin gezogen werden, aber ich zeichne ihn jetzt einfach mal ein, weil das Prinzip dadurch trotzdem klar wird. Ich habe hier eben schon im Endeffekt eine Aufwärtsbewegung, das ist klar. Ne? Wir bauen neue Hochs, neue Tiefs, das ist alles klar und das funktioniert auch alles erstmal laut Lehrbuch mehr oder weniger, aber diese Rückläufer sind immer wieder relativ scharf gewesen. Das ist hier so gewesen, das ist hier so gewesen, das ist hier so gewesen und ich bin davon ausgegangen, dass es auch hier so ist. Dass der Rückläufer etwas schärfer ist, diese alten Tiefs immer nicht mehr dann unterschritten worden sind, ja, und dass dann eben der Markt das jetzt in einer ähnlichen Konstellation wieder macht. Also kam der Gedanke, hier den Markt zu kaufen, mit der Idee, dass wir auf jeden Fall eine realistische Chance haben, dass wir wenigstens leicht nach oben laufen, was bedeutet, dass ich das Risiko aus dieser Position hätte nehmen können und mit dem Potenzial, dass wir übergeordnet auch weitere neue Hochs ausbauen können. Also hier wirklich ein Riesenpotenzial in diesem Trade stand und dass er eben in den letzten Malen da auch immer wieder und das sogar verhältnismäßig sauber dann passiert ist. Schaut mal, wie stark und wie momentumhaft dann immer diese Anstiege kamen. Somit kamen die Überlegungen hier in diesem Bereich zu kaufen, um dann eben den Stop hier unten unter dieses Tief zu packen. Zeichne ich mal ein, zack, hier wo der letzte Pfeil ist, hier drunter lag unser Tief, das habe ich hier auch mit den Punkten ja dann eingezeichnet und jetzt ist der Markt aber nicht gedreht, sondern ist hier eben in diesen verhältnismäßig kleinen Stop gelaufen und man wurde hier mit einem kleinen negativen Verlust ausgestoppt. Das ist die Überlegung zur vergangenen Woche, die hier bereits im Minus ist. Das ist auch eigentlich, das muss ich mal kurz überlegen, der einzige Trade, den wir vergangene Woche besprochen haben, der jetzt wirklich ausgestoppt wurde. Es sind noch einige Trades leicht im Minus, aber es sind auch einige Trades dann schon im Plus. Und summa summarum war es ja so, dass ich vergangene Woche dann auch schon den US-Dollar, kanadischen Dollar, glaube ich, vorgestellt hatte. Der Trade, der eben schon wunderbar läuft, der eben aktuell der Trade ist, der hier das Plus produziert. Nein, es war nicht der US-Dollar, kanadische Dollar, sondern, dann mal gucken, der ist auch im Plus hier, aber muss ich mal kurz schauen hier. Der ist kurz vorm Ausstoppen. Der hier, der Euro-Schweizer Franken, genau. Hier war ja die Kernüberlegung, dass wir, schaut mal, hier war ja im Prinzip 2014, wo die Schweizer Zentralbank entschieden hat, eben den Euro nicht weiter zu stärken gegenüber dem Schweizer Franken, sondern eben hier dieses Programm des Stärkens rückläufig zu machen oder aufzuhören, auszusetzen und dann hier so ein rapider Verfall im Endeffekt des Schweizer Franken gegenüber dem Euro eben stattfand, beziehungsweise hier der Euro eben schwach wurde im Verhältnis zum Schweizer Franken. Und dann eben ganz langsam hier eine Erholung in Richtung dieses Niveaus stattfand. Und die Überlegung hinter diesem Trade war eben, das hatte ich dann auch schon mehrfach mal gesagt, das habe ich auch schon mehrfach gehandelt gehabt, habe hier schon den einen oder anderen positiven Trade mit dieser Überlegung machen können. Und hier war es jetzt wieder die Überlegung, einfach darauf zu setzen, und das ist eben ganz oft so, dass dieser Bereich um die Marke 1,20 wieder erreicht wird. Das ist die Kernüberlegung zu diesem Trade. Und dann bin ich hier eben bevor der Markt neue Hochs ausgebaut hat, habe ich eben diesen Break nach oben hier antizipiert, habe auf untergeordneter Ebene einen Ausbruch abgewartet, habe den Test dieses Ausbruchs dann gehandelt hier. Also habe hier wirklich im Endeffekt ein verhältnismäßig kleines Risiko gehabt. Der Trade war auch so gut wie nicht im Minus, um dann in Richtung 1,20 zu laufen. Jetzt sind wir hier in der Nähe dieses Hochs gewesen.
Ja, und ich gebe jetzt nach wie vor diesem Trade etwas Raum. Der ist jetzt schon sauber im Gewinn, war hier schon mal etwas weiter im Gewinn, habe dann aber, glaube ich, schon vergangene Woche haben wir zusammen diesen Trade dann eben den Stop nachgezogen. Seitdem liegt der dann, glaube ich, auch hier. Das war, glaube ich, vergangene Woche Mittwoch oder in irgendeinem Livestream, weiß ich gar nicht mehr genau. Und jetzt ist hier eben die Überlegung, okay, der Markt ist weiterhin stark und der Markt hat definitiv auch das Potenzial, zum einen nicht nur in den 1,20er-Bereich reinzulaufen oder dort ranzulaufen, sondern er hat definitiv das Potenzial, hier auch rüber zu gehen. Und somit habe ich hier den Stop erstmal charttechnisch noch unter diesem letzten Tief, auch wenn das hier noch nicht bestätigt wurde als Tief, sondern eben als markanter charttechnischer Punkt aktuell nur im Raum steht. Aber ich musste mir natürlich hier dann jetzt auch ja langsam mal so ein bisschen Gewinn absichern. Und wir sind dann hier hochgelaufen, haben dieses Tief markiert. Und eigentlich erst, wenn der Markt hier neue Hochs ausbaut, ist dieses Tief hier unten wirklich als Tief bestätigt. Solange wir jetzt hier irgendwie seitwärts pendeln, kann das Tief ja auch noch ein Stück weiter tiefer sein und dann machen wir neue Hochs. Ja, und dann ist dieser eigentliche Tiefpunkt hier unten, das würde für mich bedeuten, ich bin ausgestoppt. Aber man muss natürlich irgendwann dann auch mal die Stops nachziehen. Und das führt natürlich auch oft dazu, dass ich dann mit dem Profit, den ich hier generiere, rausfliege. Nichtsdestotrotz habe ich hier auf jeden Fall dann einen schönen Profit auf der Uhr und vor allen Dingen ist dieser Profit um Welten größer als die Verluste, die ich zum Beispiel gerade im australischen Dollar, US-Dollar, glaube ich, war es ja, gezeigt hatte. Ja, und was hier auf jeden Fall auch noch ein Potenzial ist in diesem Trade, dass der Markt natürlich ganz locker Richtung 1,20, Richtung 1,21 laufen kann und dann ist man hier immer weiter dabei und das ist jetzt hier eigentlich auch die Idee. Ich riskiere natürlich jetzt immer noch so ein bisschen Gewinn, aber habe immer noch eine offene Chance, dass wir hier in Richtung 1,20 laufen, dann vielleicht hier nochmal kurz abprallen, um dann hier eben neue Hochs weiterhin auszubauen, weil aktuell sind wir ganz klar aufwärts tendieren und warum soll das denn nicht passieren? Also ich versuche hier diesem Trade noch Raum zu geben, auch wenn er schon sehr, sehr sauber und sehr, sehr schön im Profit liegt. Ja? Leider ist jetzt hier für euch als Swing Trader oder für diejenigen, die jetzt hier den Swing Trading Ansatz verfolgen, nicht so viel Potenzial hier erstmal noch einzusteigen. Auf Daytrading-Basis könnte man das machen. Da hätte man jetzt hier so ein bisschen so eine kleine Flagge, Dreieck, wie auch immer. Ne? Wir haben hier jetzt so ein bisschen fallende Hochs und wir haben hier unten mehr oder weniger auch steigende Tiefs und laufen jetzt hier so ein bisschen in so eine Flaggenbewegung rein, was sowieso auch generell interessant für mich ist, weil oft ist es so, dass solche Bewegungen dann entweder relativ zügig nach oben verlassen werden und dann eben dieser Dampf, den ich eigentlich ganz gerne sehen wollen würde, stattfindet. Beziehungsweise, wenn der Bruch nach unten kommt, dieser sowieso etwas stärker ausfallen könnte. Wir haben hier unten auch alte Hochs, die gerne getestet werden. Ja, also, dass der Markt dann doch etwas volatiler nach unten weg pfeift. Und dann ist mein Stop hier knapp unter diesem Dreiecksflaggenbereich, was auch immer, eigentlich gar nicht so schlecht. Also hier die Überlegung, wer hier kurzfristig handeln möchte, der könnte es durchaus versuchen, vielleicht hier diese Dreiecksformation nach oben zu handeln. Und da müsste man nur auf kleineren Zeitebenen, vielleicht sogar im Daytrading gucken, dass man natürlich jetzt hier nicht mit exorbitant großen Stops arbeitet. Aber hier sehe ich schon Potenzial noch auf der Aufwärtsseite. Gucken wir mal, ob das im Endeffekt dann auch so kommt. Gucken wir, muss ich immer mal kurz schauen. Also, wir haben hier noch US-Dollar, kanadischer Dollar. Das ist den wir gerade schon mal angeschaut hatten. Da sehe ich aktuell Potenzial, dass der Markt eventuell nach unten weglaufen könnte. Allerdings sind wir hier sehr, sehr shoppy-prinzipiell unterwegs. Und ich hatte hier einfach auch schon in der Vergangenheit diverse Überlegungen. Die letzte Überlegung, bevor diese aktuellen Überlegungen war, dass der Markt ja prinzipiell aufwärts tendierend erstmal war. Das ist dann auch klar gewesen, zack, zack, zack. Hier eben eine schöne Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs ausgebaut hat. Dann kam der Markt zurück und ich hatte mich damals entschieden, hier an dieser Stelle den Markt zu kaufen, weil wir hier eben auch ein Unterstützungsniveau hatten. Habe dann den Stop hier drunter gepackt und dann lief der Markt Ewigkeiten. Ich glaube, es waren 2 Wochen oder so. Wirklich ganz nervig seitwärts. Ja, also der Markt war zwischenzeitlich immer mal ganz knapp im Plus, dann ist er wieder ins Minus, dann war er wieder im Plus, dann sind wir wieder ins Minus, dann waren wir wieder im Plus und sind dann doch nach unten weggebrochen und haben mich hier ausgestoppt. Was ich aber in dieser Phase gemerkt habe, ist, dass hier mit diesem Widerstand, wo der Markt mehrfach rangelaufen ist, das ist dann der 1,29 35er Bereich oder sowas, können wir gleich nochmal gucken, dass wir hier massiv Widerstand haben in diesem Bereich, was dazu führte, dass ich jetzt weiß, okay, also wenn der Markt Kraft hat und hier dann oben nach oben durchschießt, dann könnte das eben wirklich eskalativ
vonstatten gehen. Ja, weil er so lange damit gekämpft hat und jetzt dann eben wirklich hier eskalativ durchlaufen kann. Dann hatten wir eben diese Abwärtsbewegung nach unten. Also hier diese Bewegung nach unten, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht setzt er ja auch die Abwärtsseite fort und habe mich hier entschieden, in diesem Schiebezonenbereich oder untere Grenze dieses Schiebezonenbereichs, wo ich ja dann auch schon mal 2 Wochen drin war und weiß, dass hier wirklich an diesem Punkt der Markt dann auch ganz, ganz oft abgeprallt ist, habe ich mir entschieden, okay, nachdem der Markt hier von unten gegengelaufen ist, in diesem Markt hier oder an diesem Bereich den Markt zu verkaufen, mit dem Stop über diesem wichtigen Punkt hier oben, den ich, wo ich weiß, okay, höchstwahrscheinlich, wenn wir diesen brechen, dann ist sowieso die Messe für die Abwärtsseite gesungen. Ja? Somit hier jetzt aktuell eben die Idee auf der Abwärtsseite. Aktuell zeigt der Markt mir das noch nicht wirklich, dass er es möchte, aber wir sind hier überwiegend von der Zeit, vom Zeitraum oder in diesem Zeitraum, wo ich jetzt hier dann auch schon drin bin, überwiegend im Plus. Wir laufen jetzt zwar aktuell gerade wieder so ein bisschen hier in den Break-Even-Bereich, werde mir jetzt auch überlegen, weil wir jetzt hier schon auch etwas erstmal etwas länger von der Zeit her aktiv sind in diesem Markt und zweitens, weil wir hier definitiv eben auch schon mal im Plus waren, denke ich jetzt so langsam drüber nach, dass, Moment, ich hier eben gegebenenfalls diesen Stop dann an dieses Hoch nachziehe. Ja, weil eigentlich hätte der Markt schon längst nach unten weggehen sollen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Wenn ich das nicht als Ziel hätte, dass eine Bewegung, die ich ganz gern traden möchte, dann auch relativ zügig einsetzt, dann könnte ich ja auch später traden. Also eigentlich hätte hier eben die Bewegung nach unten dann schon längst stattfinden sollen. Das hat sie nicht getan. Somit bin ich dann auch irgendwann so weit, wenn ich hier schon entsprechend im Plus war. Und das eigentlich für den Stop gar nicht so wenig. Also es ist mehr als 50% meines Risikos, was ich hier schon mal im Profit hatte. Und somit ist es hier wirklich eine Überlegung, den Stop dann an dieses Hoch hier nachzuziehen, mir somit für diesen Trade etwas Risiko oder für diesen Trade etwas Risiko rauszunehmen. Ja, und dann kommt sowieso die nächste Überlegung, höchstwahrscheinlich, wenn wir hier eh neue Hochs ausbauen, dann gehen wir auch durch diesen Stop, der dann eh dann dort liegen würde, durch. Und die Überlegung ist dann hier vielleicht sogar etwas aggressiver, wenn jetzt diese Short-Überlegung hier nicht aufgeht, den Markt dann, wo jetzt auch aktuell der Stop liegt, dort in diesem Bereich den Markt zu kaufen, weil ich eben weiß, dass der Markt hier in diesem Bereich ganz oft gekämpft hat und es nicht unwahrscheinlich ist, dass dann hier eben der US-Dollar, kanadische Dollar, wirklich eben nach oben nochmals ranläuft. Und jetzt hier kommt gerade Triple Top. Wahrscheinlich wird hier für das Triple Top im Prinzip ist wahrscheinlich das hier gemeint. Ja. Dreifaches Top. Ja. Das kann zum einen bedeuten, dass der Markt eben absolut keine Kraft hat, hier weiter durchzulaufen und jetzt eben idealerweise nach unten wegballert. Das wäre erstmal nach meinem Geschmack, ja, weil ich bin hier aktuell short. Passiert das nicht, dann ist es eben denkbar, dass wir durch dieses Triple Top hier eben schnell durchlaufen. Wie gesagt, das spricht ja auch dafür, dass man dann ruhig den Stop da ranziehen kann, und dass es dann eskalativer nach oben geht. Dann kommt hier oben gegebenenfalls der Einstieg etwas aggressiver auf der Long-Seite. Und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, hier die neuen Hochs zu erreichen. Würde jetzt hier dann auch nicht mit so einem riesengroßen Stop arbeiten, sondern schauen, dass man den dann verhältnismäßig klein setzt. Also das zu dieser Überlegung, die wir auch vergangene Woche dann schon hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon drin waren, aber ich glaube schon, dass dieser Trade hier dann auch letzte Woche noch oder schon aktiv war und von daher, dass jetzt hier auch dann die entsprechende Überlegung ist. Dann haben wir noch den US-Dollar, japanischen Yen, der leider Gottes auch nicht so schön am Laufen, wie ich mir das hier vorstelle. Hier überlege ich jetzt allerdings, ähnlich wie im Gold, da können wir auch gleich nochmal drauf schauen, hier überlege ich jetzt eben die Positionsgröße zu halbieren. Also hier wirklich kleiner werden von der Positionsgröße. Die Überlegung war hier, dass dieser, Moment, zack, nehmen wir hier mal ein bisschen dicker. Also wir hatten ja hier prinzipiell, nein, das soll kein Kreis sein. Zack, wir hatten ja hier erstmal die letzten Kernbewegungen waren ja hier abwärts. Zeichne das mal nur übergeordnet ein. Und jetzt war die Überlegung, dass der Markt eben mit diesen Unterstützung, mit den Widerständen hier, mit diesem Tief und dann auch hier mit diesen Tiefs, dass wir, hier hatten wir auch nochmal so einen Widerstandsbereich, dass wir eben mit dem Ranlaufen wieder an diesen Widerstandsbereich, hier mit diesem erholenden Charakter, dass wir mit dem Widerstand 1,845 Pi mal Daumen hier eine schöne Situation haben, dass der Markt gegebenenfalls erneut hier in Richtung der Tiefs läuft, beziehungsweise neuere Tiefs ausbaut. Das war also die Überlegung.
Das hat er jetzt eben auch relativ zügig nicht getan. Wir sind hier von Widerstand zu Widerstand, hangeln wir uns hier, hängen jetzt gerade an dem 199er Widerstand dran. Etwas knapper darüber liegt da dann auch irgendwo mein Stop. Und es ist so, dass ich dann eben im Verlustfall nicht nur darüber nachdenke, irgendwann den Stop mal ein Stück nachzuziehen, sondern ein zweites Werkzeug, wenn alles nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich dann meine Positionsgröße runterfahre und somit natürlich dann schon etwas Verlust realisiere, aber dann mir eben auch, wenn es schief geht, etwas Verlust spare. Und zwar haben wir ja jetzt hier diesen Bereich noch offen, bis wir zum Stop laufen. Ja, das ist jetzt nicht gravierend, das sind 40, 30, 40 Pips, ja, die jetzt hier noch offen sind. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Positionsgröße halbiere, spare ich mir mit der Hälfte der Positionsgröße einfach mal 40 Pips. Ja, der eine oder andere sagt, okay, aber ich nehme mir doch jetzt auch die Chance. Die Chance dann eben hier, dass der Markt doch die angenommene Richtung aufnimmt und dann eben hier die Chance nicht mehr mit voller Positionsgröße besteht, sondern hier eben nur noch mit halber Positionsgröße besteht. Aber man muss dazu sagen, die richtig guten Trades, die wirklich Geld bringen, die wirklich auch für mich Geld bringen, bevor ich mit diesem Trade jetzt hier Geld verdiene, da muss erstmal auf der Abwärtsseite so einiges passieren und zwar hier natürlich über den Break-Even, über den Einstand sollte der Markt dann erstmal wieder kommen. Das ist ja der Bereich. Ja, und wenn er das vollzieht, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier doch eben nach unten laufen, wird natürlich immer kleiner. Und somit kommt für mich ja auch immer als allererstes Verlustreduzierung vor Gewinnmaximierung. Und dieser Faktor, wenn ich im Minus bin, der ist einfach, Silber können wir dann auch gerne nochmal gucken, dieser Faktor ist einfach hier definitiv Verlustreduzierung. Ja, und von daher baue ich dann auch gerne meine Positionsgrößen ab, spare mir dann in vielen, vielen Fällen, wo die Trades nicht so laufen, das ist bei mir immerhin in 50% der Fälle, ist es der Fall, dass eben Trades nicht so laufen, wie ich mir vorstelle. Und wenn ich diese 50%, das ist mal 40%, das ist auch mal 60%, das schwankt natürlich immer, aber durchschnittlich liegt man in etwa bei 50% der Fälle, wo die Trades nicht so laufen, wie es angenommen wird. Ich verliere aber im Durchschnitt bei weitem nicht mein maximales Risiko, was ich immer pro Trade eingehe, sondern verliere sehr, sehr viel weniger, als ich im Prinzip pro Trade dann auch anfänglich durchschnittlich plane. Geplant ist hier für diesen Trade, dass ich hier oben rausfliege. Wenn ich jetzt hier eben aber schon vorher ein Risiko in Anspruch oder ein Risiko realisiere, dann verliere ich ja, wenn es schief geht, definitiv nicht so viel, als wenn dieser Trade dann eben voll mit der vollen Positionsgröße ausgestoppt wird. Somit denke ich jetzt hier darüber nach und ähnlich wie im Gold, wo wir gleich drüber sprechen werden, denke ich dann auch im Gold darüber nach und hier im US-Dollar japanischen Yen diese Position dann eben von der Positionsgröße runterzunehmen, um hier eben Verlustreduzierung stattfinden zu lassen und dann nicht insgesamt ein R verliere, sondern vielleicht nur 0,9 oder nur 0,8 R. Ja, sowas um die Kante ist ja jetzt diese Überlegung, dass ich hier wirklich dann eben mein Risiko runterfahre. Ja, das dazu. Gucken wir uns mal, Moment, Gold an. Das sieht, oder hatten wir ja vorhin, glaube ich, schon mal kurz drauf geschaut. Genau. Hier ist das ähnlich, dass ich mir jetzt so langsam drüber Gedanken mache, hier auch schon mal meine Position dann runterzufahren. Ähnliches Setup. Auch da spare ich mir wieder dann ein paar Pünktchen. Und wenn man sich dann mal das hochsummiert, bei den Trades, die nicht so laufen, die höchstwahrscheinlich eh ausgestoppt werden, wenn ich bei jedem Trade immer mal wieder ein paar Scheine zurückbekomme, dann ist das in Summe, wenn ich 100, 200, 300 Trades mache, auch eine ganze Menge Geld. Auch wenn ich dann einmal hier vielleicht schief liege, aber hier ist es schon wahrscheinlich oder generell ist es dann eben bei Trades, die kurz vorm Stop sind, natürlich dann auch wahrscheinlich, dass ich wahrscheinlich ausgestoppt werde. Und von daher ist es hier eben dann gut, wenn man dann auch in den letzten Zügen manchmal auch schon ein bisschen eher einfach darüber nachdenkt, hier mal kurz die Positionsgröße runterzufahren beziehungsweise zu halbieren oder zu dritteln oder ähnliches. Also das jetzt hierzu auch noch. Dann möchte ich mit euch mal über den kanadischen Dollar, japanischen Yen sprechen, über den Euro, australischen Dollar und über das WTI. Das sind jetzt alles Überlegungen, die noch nicht aktiv sind, die ich jetzt hier habe. Dafür müssen wir mal kurz den kanadischen Dollar, japanischen Yen suchen. Das sind Dinge, die ich mir vorhin hier, genau. Hier ist die Überlegung, dass der Markt, schaut mal, wir haben prinzipiell, Moment, mache ich wieder blau, also prinzipiell geht es hier zwar aufwärts, aufwärts,
aufwärts, aufwärts, aufwärts, abwärts, test nochmal dieses Bereich. Jetzt ging es hier runter in diesem Bereich und jetzt laufen wieder hoch. Also insgesamt zwar, also ganz knapp aufwärts gerichtet, ja, aber ihr seht, dass der Markt hier relativ choppy ist. Und wir sehen auch, dass es hier zwei markante Tiefpunkte gibt, die in der Nähe sind. Und zum einen ist es dieser Punkt. Hier hat der Markt schon mal dran reagiert. Das können wir uns gleich noch mal ein bisschen untergeordnet anschauen. Und jetzt kommt der nächste Tiefpunkt hier oben. Ja? Und sollte jetzt hier der kanadische Dollar, japanische Yen weiterhin etwas Stärke zeigen, dann wäre auf jeden Fall dieser nächste Tiefpunkt, also dieser Punkt hier, gleichzeitig, ich habe hier schon diesen Widerstand eingezeichnet, 86, 80 in etwa. Wirklich ein interessanter Punkt, um den Markt nochmals hier auf der Abwärtsseite zu versuchen. Wir schauen uns das mal kurz etwas kleiner an. Moment. Gucken uns hier mal diesen Bereich an. Das war ja dieses Tief hier. Und das sind eigentlich auch genau die Situationen, die ich persönlich immer suche. Ja? Also Situationen, wo der Markt reagieren kann. Das ist hier. Ja, das war dann dieser Bereich. Da hat der Markt reagiert. Und entsprechend hier, wo man seinen Stop setzt, man sollte sich dann auch natürlich mit richtigen Stopgrößen auseinandersetzen auf den entsprechenden Zeiteinheiten. Aber selbst diese Reaktion, die hier dann schon stattgefunden hat, führt bei meinem Trading dazu, dass aus diesem Trade hier kaum noch ein Minus draus wurde. Auch wenn im Endeffekt das gar nicht funktioniert hat, hier höchstwahrscheinlich. Ja, wenn ich anfänglich dann meinen Stop, wie hat Ich habe diesen Trade jetzt nicht gemacht, deswegen kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wo hundertprozentig ein Stop gelegen hätte. Aber höchstwahrscheinlich ist dieser nicht so groß gewesen oder vielleicht so groß, wie ich ihn jetzt eingezeichnet habe. Aber wenn der Markt dann wenigstens schon anfängt für mich zu laufen, annähernd mein Risiko verdient hat, dann hätte im Endeffekt der Stop würde hier liegen. Ja, das wären wir noch nicht mal ganz ausgestoppt, ganz knapp. Aber man hat auf jeden Fall schon den größten Teil seines Risikos aus diesem Trade rausnehmen können. Und genau die Überlegung habe ich jetzt hier oben. Wenn der Markt also hier kurzfristiger Natur nochmal Stärke findet, in den Widerstandsbereich 86, 80 in etwa läuft, dann kann man hier sogar relativ aggressiv, würde ich mal schauen, den Markt auf der Aufwärtsseite, auf der Abwärtsseite versuchen. Ja, hier. Und wenn er nur in diese alten Tiefbereiche zurückläuft, dann sollte schon der Weg auf jeden Fall so weit gelaufen sein, dass ich mein Risiko aus dieser Position, ähnlich wie ich es jetzt hier vorne gerade beschrieben habe, rausnehmen kann. Ich würde mich hier kann man das jetzt auch sagen, oder hier kann man jetzt auch schon gucken, wo man den Stop hinpackt. Wir haben hier natürlich den nächsten Widerstandsbereich, da würde ich idealerweise ganz gern knapp drüber liegen wollen. Wir haben hier durch dieses Tief, wir haben hier durch diese Schiebezone, hier durch diese Schiebezone, hier durch diese Tiefs, ist dieser Bereich nicht so uninteressant. Und ich würde meinen Stop ganz gerne etwas knapper über diesen Bereich haben. Bedeutet, dass wir in etwa 100 Pips, gute 100 Pips Risiko haben auf dieser Position. Man kann dann auch sagen, wenn ich vielleicht nicht ganz so ein großes Risiko haben will, dann bin ich etwas konservativer mit dem Einstieg und warte einfach ab, dass der Markt vielleicht sogar noch so ein Stück weit überpusht, um den Einstieg hier so ein bisschen zu verbessern, um dann in Richtung Short zu handeln. Ja, aber der Stop würde von meiner Seite hier charttechnisch nicht ganz so schön und sauber, weil normalerweise sucht man sich ja immer markante Hochpunkte für Stops, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel in diesem Bereich den Stop setze, ja, also mir dieses Hoch als letzten Stop oder als nächsten Stoppunkt nehme, dann ist einfach das viel zu weit weg für den Einstieg. Und dann ist selbst der Rutsch hier in Richtung neuer Tiefs, ja, nicht mal, wahrscheinlich nicht mal ein 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Und ich möchte ja dann eben hier lieber mit kleineren Stops arbeiten, um entsprechend dann auch bei Minimalbewegungen wenigstens das Risiko rausnehmen zu können. Und zwar dann, wenn ich in etwa meinen Buchgewinn verdient habe, um dann eben auch im Endeffekt hier ein Chance-Risiko-Verhältnis auf solche Trades von wenigstens 3 zu 1, 4 zu 1 zu haben. Also wenn diese Dinger dann gut gehen, dass es dann eben auch ordentlich was bringt im Portemonnaie oder auf dem Konto. Und wenn die Dinger schief gehen, wie wir ja heute dann auch schon den einen oder anderen Trade uns angeschaut haben, dann ist das verhältnismäßig kleine, sind das kleine Verluste. Und wenn ich ein Trade, zwei Trades, drei Trades, ja, schaffe eben dann auch mal durchzubringen, kann ich im Verhältnis drei, vier, fünf, sechs, sieben Trades dann auch mal eben verdaddeln und bin trotzdem noch im Profit. Ja, und von daher wäre das jetzt hier im kanadischen Dollar, japanischen Yen noch eine Überlegung, eventuell den Markt auf der Abwärtsseite zu nehmen, nach den gerade besprochenen Faktoren bzw. Herangehensweisen. Schauen wir uns Kanadier, nee, den haben wir uns ja gerade angeschaut, wir schauen uns Euro, australischen Dollar nochmal an, da wäre
noch eine Überlegung. Also mal gucken, wo wir den jetzt haben. Hier haben wir ihn. Hier ist die Überlegung. Selber nochmal kurz gucken. Mache mir das immer so ein bisschen auf, mache mir auch meine Randnotizen. Euro, australischer Dollar. Hier ist die Überlegung, den Markt zu kaufen. Wir sind generell, das ist, denke ich, klar, ja, aufwärts tendierend unterwegs. Und nun haben wir hier oben auch so ein bisschen so eine Phase, wo der Markt erstmal nicht so ganz weiter will. Aber prinzipiell ist die Aufwärtsseite aktuell weiterhin aktiv. Ja, da kann man jetzt zeichnen, wie man will. Man kann das übergeordnet einzeichnen. Ja. Man könnte das jetzt auch untergeordnet jeweils immer noch die Wellen und die Sprünge hier einzeichnen. Aber ich denke, es ist klar, dass der euro-australische Dollar hier auf jeden Fall aufwärts gerichtet ist. Ich somit primär versuchen möchte, den Markt zu kaufen. Wo kaufe ich dann am liebsten? Auf Unterstützungen. Und Unterstützungen auf kleineren Zeitebenen schauen wir uns mal an. Und da sind wir aktuell auch relativ interessant an einem Unterstützungsniveau. Wir hatten hier unten auf jeden Fall mal so eine Schiebezone, die wir auch schon mal in irgendwelchen Livestreams oder in einem Webinar, in einem Devisenradar-Webinar oder auch im normalen Devisenradar besprochen haben. Dann kam der Bruch nach oben, kam hier der Läufer in den Widerstandsbereich, dann kam der Rutsch nach unten und wir haben, Moment, zeichne ich mal ein, da können wir auch mal den richtigen nehmen. Wir haben jetzt hier diverse Unterstützungsniveaus und schaut euch mal diese Phase hier an, diesen Bereich hier an, der ist auf jeden Fall interessant und somit auch, also wir haben hier Hochs, wir haben hier ein paar Tiefs, wir haben hier Tiefs, hier Hochs. Also dieser Bereich ist definitiv unterstützend. Somit sollte der Stop erstmal unter diesem Bereich liegen. Jetzt haben wir da drüber, und das ist das, was man dann natürlich auch mit einem geschulten Auge immer mal ganz gut sieht. Wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief, wir haben hier diverse Hochs, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier Tiefs, hier Tiefs. Dieser Bereich, wo wir uns aktuell befinden, ist somit ein unterstützendes Niveau. Und jetzt habe ich hier eigentlich ein ganz interessantes Szenario. Normalerweise würde jetzt jeder Charttechniker sagen, du musst jetzt hier, wenn du kaufst, den Stop unter dieses Tief packen. Ist ja auch prinzipiell nicht verkehrt. Normalerweise müsste es sogar, wenn man jetzt guckt, charttechnisch hier drunter liegen, weil das ist eigentlich übergeordnet das letzte markante Tief. Das sind natürlich Stops, die viel zu weit weg sind. Meine Überlegung ist jetzt hier. Wenn der Markt wirklich stark ist, wovon wir ja ausgehen, wenn wir kaufen wollen, wovon wir ausgehen, weil der Markttrend laufend nach oben ist. Somit gehe ich auch nach wie vor davon aus, bis der Markt mich eines Besseren belehrt, dass er weiter nach oben möchte. Somit möchte ich jetzt long einsteigen. Ich habe auch beschrieben, dass dieses Niveau, wo wir uns aktuell befinden, unterstützend wirkt und auch das Niveau hier drunter auch nochmal ein unterstützendes Niveau darstellen sollte. Und somit es natürlich auch sein kann, dass sogar dieses nächste unterstützende Niveau hier nochmal angegriffen wird, ja, um dann vielleicht zu steigen. So, somit möchte ich meinen Stop auf jeden Fall unterhalb hier dieses unterstützenden Niveaus haben wollen. Ja. Also gucken wir mal, dass wir hier vielleicht unter diese Tiefs hier, ja, dass wir hier so in dem Bereich irgendwo den Stop platzieren. Ja. Somit habe ich das jetzt hier als Risiko. Ich will jetzt gar nicht in Punkten sprechen. Das kann man sich charttechnisch dann im Nachhinein auch nochmal anschauen. Das als Risiko. Das ist klar. Und ich habe eine realistische Chance. Und das würde dann erstmal natürlich schon wieder ausreichen, wenn der Markt lediglich diesen Weg vollzieht. Charttechnisch, egal was ist, selbst wenn wir hier in einer Seitwärtszone sind, denke, das kann jeder auch unterschreiben, dass diese Bewegung nach oben natürlich jederzeit denkbar ist und auch total realistisch ist. Was passiert, wenn das passiert, dass ich dann meine Stops schon wenigstens an dieses Tief nachziehen kann oder sogar Break-Even nachziehen kann, also dann das Risiko rausnehmen kann. Es ist ebenfalls realistisch, dass wir wenigstens diese Hochs hier nochmal angreifen. Ja, dass der Markt da nochmal hinläuft, da nochmal guckt und egal was dann passiert, dann habe ich meinen Stop auf jeden Fall schon leicht im Profit und selbst wenn wir dann nach unten wegrauschen, habe ich halt Pech gehabt, aber es ist trotzdem auf jeden Fall realistisch. Auch realistisch ist, dass wir laut Aufwärtstrend natürlich neue Hochs ausbauen. Und das wäre dann das Szenario, wo dieser Trade dann wieder richtig Geld verdienen würde. Haben wir uns eben auch schon Trades angeschaut, die im Prinzip laufen, auch im Webinar zuvor, auch im heutigen Webinar gibt es natürlich Trades und das wäre dann die Überlegung hier, dass der Markt, nachdem er jetzt hier nach unten kam, die Aufwärtsseite wieder aufbaut, die Mindestziele sehr realistisch sind. Und wenn er dann wirklich stark ist, hier neue Hochs ausbaut, und das ist auch nicht so unrealistisch, weil das müsste man sich hier mal aus der Vergangenheit ganz einfach auch nochmal anschauen.
wie weit der Markt, wenn er neue Hochs ausgebaut hat, dann im Endeffekt erstmal mit dem ersten Move gepusht hat. Also schauen wir uns das mal an hier, dieses Hoch, ja. Und wenn der Markt hier neue Hochs ausbaut, dann geht das teilweise auch recht scharf vonstatten. Dann haben wir wieder ein altes Hoch gehabt und dieser Break ging generell auch erstmal bis hier hoch. Und wenn wir jetzt hier wieder dieses alte Hoch haben, und dann kann der Break definitiv auch sofern stattfinden. Und wenn wir jetzt hier einsteigen, dann haben wir hier auf jeden Fall eine realistische Chance, eben die entsprechenden Gewinne zu produzieren oder wenigstens in die Bereiche zu laufen, wo ich das Risiko aus diesem Trade rausnehmen kann. Ja, somit das hier im euro-australischen Dollar eine Überlegung, den Markt zu kaufen, nach den entsprechenden Faktoren, wie ich es gerade genannt hatte. Und das werden wir uns dann gerne auch in den nächsten Webinaren oder Livestreams, je nachdem, ob nächste Woche dann der Chris da mal wieder macht oder ich dann vielleicht auch wieder mache, werden wir uns das anschauen, wie der Markt hier performt. Also ich gucke mal, dass ich hier, dann werde ich mir auch nochmal das Sternchen hintermachen, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, euro-australischer Dollar. Und werde dann hier gucken, dass ich dann diesen Trade, den ich dann auch wahrscheinlich auf meinem Konto umsetzen werde, dann hier auch entsprechend in dieser Demo-Variante umsetze, um das dann eben zu zeigen, wie ich dann diesen Trade im Endeffekt dann auch manage. Kommen wir erstmal zum WTI noch. Das habe ich hier noch auf dem Schirm. Ich hatte in der Trading-Wochenanalyse, die ich hier gestern Abend noch online gestellt habe, normalerweise ja hier meine Trading-Wochenanalyse immer am Wochenende. Nun hatte ich, wie gesagt, so ein bisschen technische Probleme. Dann kam auch der Feiertag gestern noch dazu, wo ich dann eben die Trading-Wochenanalyse erst gestern veröffentlicht hatte. Da habe ich auch über die Öle gesprochen. Und hier ist es definitiv jetzt interessant, eventuell Öl mal zu kaufen. All dieweil, Moment, wo waren wir es hier? Also wir sind im 4-Stunden-Chart, wir können uns das auf einem Tageschart mal anschauen. Wir sehen, dass hier prinzipiell der Markt ganz sauber auf der Aufwärtsseite unterwegs ist und das überwiegend. Immer wieder schöne, saubere Aufwärtsbewegung. Hier mal etwas unvolatiler, also prinzipiell aber auch aufwärts. Dann hier mal wieder konsolidieren und sehr, sehr sauber abwärts. Dann kam hier mal der Rutsch und jetzt sind wir eigentlich auch wieder sehr, sehr sauber aufwärts laufend. Ja? Somit hier nach wie vor der Gedanke, Öl prinzipiell zu kaufen. Interessant sind zwei Levels. Zum einen ist natürlich hier dieses Level des alten Hochs im Bereich um die Marke 1,70, knapp darüber war das gewesen. Hier dieser Bereich ist natürlich interessant, also hier ein etwas stärkerer Rückläufer in diesem Bereich, definitiv interessant, um dann hier den nächsten Weg nach oben zu handeln. Es hat sich allerdings in der Vergangenheit gezeigt, dass dieser, wenn der Markt wirklich stark läuft, dass die Rücksetzer gar nicht mehr so stark vonstatten gehen und ich somit hier auch gegebenenfalls gewillt bin, diesen Markt etwas aggressiver zu kaufen. Und da sind wir aktuell hier wirklich auf einem interessanten Niveau, und zwar auf diesem alten Tief, wenn man sich hier diese kurzfristige Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs anschaut. Sehen wir aufwärts, sehen wir abwärts, sehen wir aufwärts, sehen wir abwärts. Sehen wir, naja, man könnte das sogar so noch zeichnen, zack, und sind jetzt hier runterlaufen. Wir sind hier mit diesem Hoch, ja, auf einem interessanten Unterstützungsniveau. Und es ist hier definitiv denkbar, dass eben Öl mit diesem Unterstützungsniveau hier, Moment, zeichnen wir das mal ein, zack, ja, dass wir hier eben die Aufwärtsseite weiter fortsetzen. Ich würde mir das allerdings jetzt hier, Moment, das zeige ich euch mal ein, 5-Minuten-Chart. Würde jetzt hier auf dem 5-Minuten-Chart dann abwarten, dass der Markt eine Sequenz fallender Hochs, steigender Hochs und steigender Tiefs ausbaut. Was er aktuell definitiv noch nicht macht. Er baut auf untergeordneter Zeitebene hier aktuell fallende Hochs und fallende Tiefs aus. Ja, und auch das noch auf kleiner Zeitebene. Ja, kann man das jetzt auch wieder einzeichnen, wie man möchte, sind wir hier aktuell ganz sauber abwärts tendierend. Also erstmal für die übergeordnete Überlegung, den Markt in diesem Bereich hier zu kaufen, noch kein Grund zu kaufen. Aber wenn wir jetzt Folgendes machen, wenn der Markt jetzt anfängt, hier dann eben keine neuen Tiefs mehr auszubauen, sondern eben langsamer nach oben läuft, wieder zurückkommt und dann anfängt wieder anzusteigen, dann fange ich an eben hier, und das ist dann gar nicht so weit oben, als wir uns ja hier aktuell befinden, dann fange ich an, hier mal über den Gedanken nachzudenken, diesen oder über den Gedanken, ja, über den Gedanken, über das Szenario nachzudenken, Öl hier zu kaufen, trendfolgend. Ja, solange wir dann eben anfangen, hier mal diese Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs zu
brechen, beziehungsweise es ist hier ja noch eine Vermutung, dass diese Sequenz gebrochen wird. In diesem Fall noch eindeutiger wird es, wenn wir dann hier wirklich drüber laufen, und wer das eben möchte, kann natürlich dann auch hier gegebenenfalls abwarten, bis dieses Hoch dann hier und zack, zack, von der Oberseite nochmal getestet wird. Ja, und dann kann man hier dann mit diesem Test versuchen, dann anzufangen, in die Long-Richtung reinzukommen. Ja, also das jetzt hier die Überlegung, und das ist eben auch so immer meine Denkweise fürs Öl. Und da kann sich dann gegebenenfalls auch aus solch einer Bewegung ein nicht uninteressantes Swing-Training-Idee ergeben. Ja, dass Öl sich eben aus diesem Bereich hier weiter long tendierend bewegt, beziehungsweise wer es konservativer mag, der kann natürlich hier gerne abwarten, dass Öl in Richtung der Unterstützungen läuft. In diesem Bereich, beziehungsweise in diese Kernunterstützung knapp unter 70, ja, um hier dann eben anzufangen zu kaufen, entweder auch wieder abwarten, bis eben Sequenz steigender, hochsteigender Tief stattfindet, beziehungsweise würde ich jetzt hier sogar unterschreiben, in diesem Bereich für einen Swing Trade Öl zu kaufen, ja, zack, hier in diesem Bereich zu kaufen, dann sollte der Stop allerdings definitiv hier unter diesen beiden Unterstützungen liegen. Also man müsste dann gucken, dass man ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis hingebastelt bekommt, wenn wir dann hier in diesem Bereich so in etwa, also unter diesen Unterstützungen 68, also eigentlich 69 und 68, 75, das sind so diese zwei Unterstützungen, die hier wichtig sind. Und dann kann es natürlich sein, dass so ein leichtes Überpesen nach unten stattfindet in diesem Bereich, um dann eben nach oben zu laufen. Und somit sollte der Stop hier unter diesem Bereich liegen. Ja? Aber nichtsdestotrotz habe ich ja dann mit einem Kauf hier unten, mit diesem Setup, wo ich das Risiko ja auch wieder von der Größe her einzeichnen kann. Ja, also hier im Endeffekt in etwa das Risiko habe und dann natürlich auch hier entsprechend die Chance habe, dass wir ganz simpel und so in etwa. Also wir haben dann schon ein 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis, wenn wir nur, in Anführungsstrichen, nur an die alten Hochs ranlaufen. Ja, und wir haben natürlich ein viel, viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis, wenn der Markt dann wirklich stark ist und neue Hochs ausbaut. Ja, und auch hier, ähnlich wie ich es jetzt die ganze Stunde vorgestellt habe, immer wieder Ideen, den Markt zu kaufen oder zu verkaufen mit einer realistischen Chance, dass wir wenigstens den ersten Schritt vollziehen. Ja, also eher wenigstens hier diesen ersten Move machen, bedeutet, dass ich dann meistens hier auf irgendeine Art und Weise das meiste meines Risikos rausnehmen kann. Und alles, was dann folgt, ist dann on top und ist dann eben gewinnbringend. Ja? Wenn der Markt nur ein R verdient hat, dann bin ich ja erstmal plus minus null mit meinem Stop. Aber alles, was dann weiterläuft, und das ist ja hier wieder trendfolgend, und warum denn nicht? Ja, der Trend läuft so lange, bis er bricht. Aktuell ist er noch nicht gebrochen. Auch nach dem Szenario hier wäre er noch nicht gebrochen übergeordnet. Somit ist das definitiv hier eine interessante Idee. Jetzt muss ich zugeben, wo jetzt hier Silber verlangt wird. Ich habe Silber hier jetzt aktuell, glaube ich, gar nicht im Moment, wo ist meine Maus jetzt hin? Drin. Somit würde ich da mal darauf verweisen, dass ich Chris mal den Tipp gebe, dass er morgen eben mal Silber im Devisenradar vielleicht beleuchtet, um hier dann eben auf den Markt nochmal einzugehen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, jetzt noch hier 2, 3 Minuten auf die eine oder andere Frage einzugehen. Ihr wart relativ ruhig. Ich hoffe, ich konnte trotzdem die ein oder andere Sache oder die ein oder andere Idee hier oder Anregung kundtun und zeigen und besprechen. Das sind immer meine Herangehensweise. Es ist ein sehr diskretionär, charttechnisch geprägter Ansatz, der im Prinzip darauf abzielt, große Gewinne oder größere Gewinne als Verluste zu machen. Das, was wir hier ja kernmäßig besprechen, ist ja wirklich viel Einstieg, aber auch schon mit dem Gedanken immer, was mache ich mit meinem Stop, wenn wenigstens die und die Bewegung passiert. Der Kern meines Tradings ist oder funktioniert so, dass ich ein ausgeklügeltes Trade-Management habe, was es mir erlaubt, sehr, sehr kleine oder durchschnittlich kleine Verluste zu produzieren, aber immer die Möglichkeit habe, viel, viel größere Gewinne zu produzieren, was in Summe dazu führt, dass eben meine Verlierer verhältnismäßig kleiner sind als meine Gewinner und meine Trefferquote im Durchschnitt bei 50% liegt, was da bedeutet, dass ich dann eben schon unter dem Strich ganz gut Geld mit diesem Trading verdienen kann. Beruht auf Charttechnik und beruht ganz einfach und simpel gesagt auf einem ausgeklügelten Trade-Management.
Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading von eurer Seite hier. Kannst du circa sagen, wann die Aufzeichnung online ist? Danke. Ja, ich render das ganze Video jetzt und stelle es dann online. Also ich hoffe, dass es heute Abend dann auf jeden Fall online geht. Ich habe jetzt gleich noch Devisenradar, beziehungsweise nicht Devisenradar, sondern die US Opening Bell etwas verschoben. Also in einer Viertelstunde hier auf dem YouTube-Kanal und auf Guidance dann der Livestream US Opening Bell. Wer Lust und Laune hat, kann natürlich auch da gerne noch zuhören. Und eben hier dann eben Dow Jones, S&P und Euro, US-Dollar vielleicht nochmal live gucken, was wir da vielleicht mal abschießen können an Trades. Ansonsten wünsche ich, wie gesagt, Good Trades und Mega Trading und dann gerne bis zum nächsten Mal. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.